Ist er nicht einfach zum Knuddeln? Glaubst du, es ist normal, dass er so klein ist, Schatz? Was soll der Quatsch? Alle Babys auf dieser Welt sind winzig. Ja. Entschuldigt, Kinder. Findet ihr nicht auch, dass es an der Zeit wäre, ihm einen Namen zu geben? Klar, ich hatte schließlich 9 Monate Zeit, mir einen auszudenken. Oh. Wie schade, ich wollte euch einen vorschlagen. Ich möchte ihn Einstein nennen. Einstein? Warum das denn? Das war ein berühmter Physiker. Vielleicht tritt er in seine Fußstapfen. Ist ja gut. Ist ja gut, mein kleiner Liebling. Deine Mama ist bei dir. Der Name, den du ausgesucht hast, scheint ihm nicht zu gefallen. Na, wenn schon. Ich habe auch noch andere tolle Vorschläge. Archimedes zum Beispiel. Der gefällt ihm genauso wenig. Na gut. Was schlägst du denn vor, Papa? Sekunde. Es sind so viele, dass ich sie mir aufgeschrieben habe. Ach, da hab ich sie. Sucht euch einen aus. Ich lese mal vor. Wie wär's mit Blackjack, Popcornmaschine oder mit Stoffserviette, Plastikpavian, Rohrzange, 19-blättriges Kleeblatt oder Opas kleiner Liebling? Die gefallen ihm offenbar auch nicht. So was Dummes. Und was meinst du? Ich? Du bist sein Vater, du musst doch eine Idee haben. Ich finde, du kannst dich ruhig auch einmal anstrengen. Tja, Ich esse erstmal was, danach kann ich besser denken. Schäm dich, was du Fressack! Denk lieber an deinen Sohn, statt immer nur ans Futtern. Wie soll er heißen? Außerdem hast du doch erst vor einer Stunde gefrühstückt. Du wirst schon nicht verhungern. Ja. Warte gefälligst bis zum Mittagessen. Und überhaupt, wann wirst du endlich erwachsen? Du bist jetzt Familienvater. Tut mir leid, ich wollte dich nicht ärgern. Oh. Musst du Tag und Nacht ans Essen denken? Seht euch das an. Was denn? Hört doch, er freut sich. Weißt du, wie du heißen willst? Er reagiert auf das Wort Essen. Er ist ein kleiner Vielfraß. Genau, das ist es. Wir geben ihm Großvaters Namen. Es gab weit und breit kein größeres Leckermaul und ich hatte ihn gern. Eine wunderbare Idee. Dein Großvater war ein prima Kerl und außerdem ein großartiger Kämpfer. Dein Sohn wird stolz auf seinen Namen sein. Hast du gehört, mein kleiner Windelkacker? Ab heute trägst du den Namen Son Gohan. Wie? Seht ihr, er freut sich. Anscheinend mag er seinen Namen. Stimmt doch, oder Son Gohan? Klingt irgendwie nett.